Salam alaikum, liebe Geschwister. Heute ein sehr schönes Thema, und zwar der göttliche Beistand. Das bedeutet Tawfiq. Tawfiq heißt, manche Sachen brauchen einen göttlichen Beistand, damit uns manche Türen geöffnet werden. Das heißt also, der Mensch weiß zum Beispiel über manche Dinge Bescheid. Wir wissen, wenn wir übers Feuer Wasser gießen, dass das Feuer erloscht wird. Wir wissen, wenn wir in dieses Feuer Benzin reingießen sollten, dass das Feuer mehr wird. Aber es sind manche oder gewisse Dinge da, die sind für uns verborgen. Die sind durch die Propheten und der Ahlul Bayt a.s. von Allah subhanahu wa ta'ala an uns Menschen gekommen. Also diese gewisse Dinge sind von den Propheten und der Ahlul Bayt a.s. zu uns gekommen. Das ist der göttliche Beistand. Zum Beispiel wissen wir durch die Ahlul Bayt a.s. oder durch den Propheten, wenn wir eine Tat begehen sollten, was das für eine Tür öffnen sollte. Oder was wir Menschen halt brauchen, damit manche Türen geöffnet werden. Und zwar heißt es in einer Überlieferung von Imam Ali a.s., sucht Tawfiq bei Allah, sucht den göttlichen Beistand, damit euch auch manche Türen geöffnet werden. Wir sehen, manchmal haben wir einfach keinen Tawfiq, keinen göttlichen Beistand. Wir fragen uns, warum habe ich nicht die Chance, jeden Tag in der Moschee beim Gebet dabei zu sein? Warum habe ich nicht die Chance, zum Beispiel jedes Jahr die Pilgerfahrt anzugehen? Warum habe ich nicht die Chance, jedes Jahr in Karbala zu sein, in Arba'in mit dabei zu sein? Oder warum kann ich nicht jedes Jahr nach Meshed zu Imam Rıza a.s.? Diese gewissen Dinge brauchen einen göttlichen Beistand, Tawfiq. Laut den Überlieferungen gibt es paar Punkte, worauf wir inshallah jetzt eingehen werden, die einen göttlichen Beistand mit sich bringen, die Tawfiq mit sich bringen. Das erste, was uns Tawfiq gibt, also den göttlichen Beistand gibt, ist Taqwa. Das bedeutet Frömmigkeit, dass ein Mensch fromm ist. Das bedeutet, dass er sich von gewissen Sünden fernhält. Heutzutage ist es leider sehr einfach, Sünden zu begehen. Allein das Handy, allein wenn wir sogar irgendein Video liken sollten, wenn wir irgendein Bild in den sozialen Medien liken sollten, für das alles werden wir zur Rechenschaft gezogen. Wir werden im jüngsten Tag gefragt, warum hast du dieses Video verbreitet? Warum hast du dieses Video geliked? Für alles müssen wir eine Rechenschaft abgeben. Deswegen ist es heute sehr leicht, an Sünden dran zu kommen. Allein mit dem Handy kann man viele Sünden begehen, leider. Deswegen sollten wir darauf Acht geben. Sollte jemand darauf Acht geben, sollte jemand sich von Sünden bewusst fernhalten, somit wird Allah subhanahu wa ta'ala ihn manch andere Türen auch öffnen. Er wird ihm den göttlichen Beistand geben. Er wird ihm den Tawfiq für gewisse Dinge und manche Dinge inshallah geben. Das zweite, was einen göttlichen Beistand bringt, also einen Tawfiq uns Tawfiq gibt, ist, wenn man sich mit Wissen beschäftigt. Wir sehen in den Überlieferungen, heißt es, sollte jemand sich mit den Rechtslehren beschäftigen, mit Fiqh beschäftigen, somit wird sein Leben verlängert. Wir sehen das durch unsere Maraje. Ihr könnt das auch heute sehen. Mashallah, sie werden 90 Jahre alt, 100 Jahre alt. Sie werden sehr alt, weil sie sich mit den Rechtslehren der Ahlul Bayt a.s. und den Propheten beschäftigen. Das dritte, was uns Tawfiq, also einen göttlichen Beistand gibt, ist Tawbah, das bedeutet Reue, dass wir Reue zeigen. Wir dürfen unsere Sünden nicht jedem erzählen, nicht mal den Leuten, die uns sehr nahe stehen, unserem besten Freund, unserer Familie. Wir dürfen unsere Sünden niemandem sagen, dafür haben wir die Erlaubnis nicht. Aber wir müssen unsere Sünden Allah subhanahu wa ta'ala sagen. Wir sollten unsere Sünden Allah subhanahu wa ta'ala sagen. Wir sollten mit ihm sprechen und sagen, ich weiß, diese und jene Sünde habe ich gemacht. Und heute bin ich da und bitte dich um Reue. Heute bin ich da und bitte um Tauba. Ich mache Istighfar. Ich bitte dich um Reue. Wenn wir das tun sollten, wird uns auch Allah manche Türen inshallah öffnen. Das nächste, das vierte wäre Fleiß. Also sollte jemand fleißig sein in seinem Leben, somit wird ihm auch ein göttlicher Beistand geleistet. Somit bekommt er auch Tawfiq. Wir sehen, das hat jetzt nichts mit dem Glauben zu tun. Auch ein Ungläubiger, wenn er fleißig ist, das ist sozusagen ein Gesetz der Natur sozusagen. Wenn wir fleißig sind, dann werden wir auch mit dem Fleiß Erfolg sehen.
Deswegen wird auch gesagt, derjenige, der fleißig ist, der bekommt einen göttlichen Beistand. Der bekommt Taufik für gewisse Dinge. Das fünfte, Ihsan geben. Das heißt, zum Beispiel, wie ihr wisst, in den Moscheen werden in Ramadan Essen verteilt. Wenn du einen Beitrag auch da abgibst, wenn du auch dazu sorgst, dass dieses Essen an die Mu'minin gelangt, an die Frommen, an die Menschen gelangt, somit wird dir auch göttlicher Beistand gegeben, somit wird dir auch Taufik gegeben. Das sechste, was uns einen göttlichen Beistand, also Taufik, gibt, ist die gute Absicht. Es gibt eine Überlieferung, wo gesagt wird, die Tat ist die Absicht. Die ganze Tat ist die Absicht. Allein die ganze Tat ist die Absicht. Es kommt darauf an, mit was für einer Absicht du zur Moschee gehst. Es kommt darauf an, mit was für einer Absicht du betest. Eine der Sachen, die das Gebet zunichte machen, batel machen, ist Ria, dass wir Augendienerei, dass wir also das Gebet für die anderen Menschen machen, damit sie uns angucken, guck mal, wie er betet, guck mal, wie lange er betet. Wenn er zu Sejda geht, oh, der geht minutenlang zu Sejda. Wenn er zu Ruku geht, er geht minutenlang zu Ruku. Das führt dazu, dass das Gebet zunichte wird. Also war meine Absicht nicht rein. Meine Absicht war nicht, dass ich das nur für Allah subhanahu wa ta'ala mache. Sollte jemand seine Taten wirklich mit Ikhlas, also das bedeutet wirklich nur für Allah subhanahu wa ta'ala, nicht für Augendienerei für die anderen machen, somit wird er einen göttlichen Beistand bekommen. Somit wird er inshallah Taufik bekommen. Das siebte, was uns Taufik und göttlicher Beistand gibt, ist ein guter Freund. Also wenn wir einen guten Freund haben, der führt uns auch zu guten Sachen. Er wird uns zum Beispiel sagen, komm heute zum Freitagsgebet. Komm, wir gehen auch zu Ziyarat Arba'in. Komm, wir gehen mal nach Karbala zu Ziyarat. Lass uns Imam Hussein besuchen, alaihissalam. Lass uns Imam Rıza alaihissalam besuchen. Ein schlechter Freund wird dich zu Sünden führen. Da gibt es keinen göttlichen Beistand. Aber ein guter Freund, wenn du einen guten Freund hast, einen frommen Freund hast, somit wird auch der göttliche Beistand da sein und manche Türen werden dir geöffnet. Das nächste, was uns zu göttlichen Beistand führt, ist Dua, Bittgebete. Dass wir Allah darum bitten, dass wir beten, dass wir nach dem Gebet uns ein paar Minuten nehmen und für Allah beten, dass wir zu Allah beten, dass wir Bittgebete aussprechen. Das nächste, was zu göttlichen Beistand, zu Taufik führt, ist Geduld, Sabr. Wir sehen, dass in den Überlieferungen steht, jemand, der betet, jemand, der fromm ist, der braucht Sabr, der braucht Geduld. Inna Allaha ma'as sabirin. Sollten wir ein Geduldiger sein, indal Musiba, wenn uns etwas zustößt, sollten wir geduldig sein, werden sich manche Türen für uns öffnen. Das nächste, was sehr wichtig ist, ein sehr wichtiger Punkt für uns alle. Wenn ein frommer Mensch, wenn ein Gläubiger programmiert ist in seinem Leben, so werden sich manche Türen für ihn öffnen. So wird der göttliche Beistand, der Taufik, mit ihm sein. Wir sehen von dem Ma'sumin, von der Ahlul Bayt a.s. Überlieferungen, die sagen, dass wir unser Leben programmieren sollen, dass wir nicht einfach so vor uns hinleben sollen. Wir sollen unser Leben aufteilen. Ein Teil sollen wir den Gebeten lassen, den Munajat, den Dua. Ein Teil sollen wir für die Gebete lassen. Ein Teil sollen wir für die Arbeit, für das Leben, was wir haben, lassen. Den nächsten Teil sollen wir für Besucher lassen. Wir sollen zu Besuch gehen, Besucher sollen zu uns gehen. Und das andere wäre, das nächste, wofür wir leben sollten, wäre die Sachen, die halal sind, dass wir das als Genuss mit uns nehmen. Das heißt zum Beispiel Sport betreiben, dass wir in den Urlaub fahren. All das können wir machen. So sollten wir unser Leben auf jeden Fall programmieren. Wir können unser Leben auch in drei Teilen laut Überlieferung, unser Tag, unser Alltag, 8 Stunden arbeiten, 8 Stunden für das Wissen und 8 Stunden für die anderen Dinge, schlafen, Gebete und, und. Also wir sollten als ein frommer Mensch, als ein Mu'min, als ein Moslem, sollten wir ein programmiertes Leben haben. Nicht unprogrammiert sein. Wenn ein Mensch ein programmiertes Leben hat, wenn er weiß, was er morgen früh macht, wenn er aufsteht, wenn er weiß, was er mittags macht, wenn er weiß, was er abends macht, dem werden auch gewisse Türen geöffnet. Manche Türen öffnet Allah ihn. Der Taufik ist da, der göttliche Beistand
ist inshallah da. Das sind die Dinge, die dafür sorgen, dass wir einen göttlichen Beistand haben, dass wir ein Tawfiq haben. Aber jetzt das Nächste. Und zwar gibt es auch gewisse Dinge, gibt es auch manche Dinge, wenn wir nicht darauf achten, somit wird uns dieser göttliche Beistand, der Tawfiq, auch entnommen. Ja, es wird von uns genommen, dieser Tawfiq. Manche Sachen führen dazu, dass der göttliche Beistand von uns geht. Eine der Sachen ist, sollte man Haram essen, laut Überlieferungen. Sollte man nicht darauf achten, was man isst, wo man isst, egal wo ich hingehe, dass ich von jedem das Fleisch annehme und esse, obwohl es nicht nach zum Beispiel islamischer Art geschlachtet wurde. Wenn ich nicht darauf achten sollte, auf Haram essen, mit welchem Geld dieses Essen gekauft wurde. Ist das Essen mit einem Geld gekauft worden, was halal war, oder ist das mit einem Geld gekauft, ist das Geld durch Haram irgendwo reingekommen und damit wurde das Essen gekauft, ich esse das. Das führt dazu, dass man den Tawfiq verliert, den göttlichen Beistand verliert. Die zweite Sache, die dazu sorgt, dass man den göttlichen Beistand, den Tawfiq verliert, ist Rebe. Also das bedeutet lästern. Sollte man lästern hinter andere, über andere lästern und das nächste auch lügen. Lügen und Lästern führen dazu, dass wir den Tawfiq verlieren. Also das führt dazu, dass wir den göttlichen Beistand verlieren und dass es von uns geht, dass sich manche Türen uns schließen. Deswegen sollten wir gucken, haben wir in unser Leben Lästern, haben wir in unser Leben Lüge? Diese Sachen sollten wir unterlassen. Achte ich drauf, was ich esse, wo ich esse, wie ich esse, von wem ich esse? Darauf sollten wir alle achten. Das sind sehr wichtige Dinge, die den Tawfiq und den göttlichen Beistand von uns nehmen. Das dritte wäre, wenn jemand unnötig seine Zeit verbringt, für nichts. Der sitzt einfach zu Hause rum oder liegt einfach zu Hause rum oder unnötig vergoldet er seine Zeit mit irgendwelchen Filmen, die ihm nichts bringen, mit irgendwelchen Videos. Manchmal ist man in den sozialen Medien, auf einmal siehst du, 2 Stunden ist vergangen, 3 Stunden ist vergangen. Das führt dazu, dass Allah subhanahu wa ta'ala gegenüber die manchen Türen schließt. Der göttliche Beistand wird verschwinden. Der Tawfiq wird verschwinden. Das vierte laut Überlieferungen, was uns den Tawfiq nimmt, ist, wenn man seine Gebete nicht zu der richtigen Zeit verrichtet. Das fünfte laut Überlieferungen, was uns den Tawfiq nimmt, ist, wenn man Allah subhanahu wa ta'ala nicht kennt. Man sollte sich damit beschäftigen. Man sollte sich damit auseinandersetzen. Man sollte deinen Schöpfer kennen. Er hat uns ein Buch hinabgesandt, den Koran. Mindestens sollte ich den lesen. Mindestens sollte ich verstehen, wer mein Herr ist. Mindestens sollte ich verstehen, wer mein Schöpfer ist. Ich sollte mich damit beschäftigen und Allah subhanahu wa ta'ala kennenlernen. Aber wenn mir das egal ist, wenn ich mich gar nicht mit ihm beschäftige, somit wird Allah uns manche Türen schließen. Das ist der Effekt von diesen Taten. Es gibt manche Taten, die bringen den Effekt mit sich, dass sich manche Türen für uns öffnen. Es gibt manche Taten, wenn wir dies begehen, somit schließt sich auch manche Türen. Möge Allah uns inshallah zu denen machen, die den göttlichen Beistand und den Tawfiq zu sich ziehen und inshallah in Frommigkeit darauf hinausarbeiten. Ich bedanke mich bei euch. Bis zum nächsten Video, inshallah. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.